Hallo, liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zur heutigen Flexstunde. Das ist jetzt erstmal die letzte Live-Online-Stunde. Wir werden aber dieses ganze Live-Programm weiter fortsetzen. Wir werden dazu auch eine eigene App machen, eine Rückgrat-App, auf der man sich die ganzen Sachen dann angucken kann und führen auch das Live-Online-Programm später weiter. Was werden wir heute alles brauchen? Wir brauchen heute ein Handtuch, das habe ich hier. Und darüber habe ich wieder, darunter habe ich zwei Bücher. Dann habe ich heute auch wieder zwei Stühle dabei. Das heißt, wer jetzt noch keine Stühle hat, holt sich bitte noch schnell zwei Stühle, weil wir werden heute mal versuchen, einen Spagat zu machen. Und das ist ja der König aller Übungen, ja. Ist auch gar nicht so einfach. Ich kann noch nicht ganz, aber ich trainiere ihn heute auf alle Fälle mit euch mal durch. Ja, was gibt es noch Neues zu berichten? Wir werden am Dienstag eingeschränkt öffnen können und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Jetzt kann man sich leider noch nicht umziehen, das wird irgendwann noch kommen. Und die Duschen sind auch noch gesperrt, aber das ist alles gut für die Sicherheit. Und auch wenn ihr zu uns kommt zum Trainieren, wir sorgen komplett für eure Sicherheit. Ihr werdet das sehen, wenn das ist. Alle Studios sind umgestaltet. Wir haben zwischen den Geräten viel mehr Platz und auch der Platz in den Gymnastikräumen ist beschränkt. Und damit man sieht, in welches Studio man gehen kann, werden wir einen Live-Ticker haben. Ob der jetzt schon am Dienstag online ist, weiß ich nicht, aber der wird auf alle Fälle in der nächsten Woche kommen und dann kann man sehen, wie viele Leute sind in welchem Studio drin und kann sich dann entscheiden, wo man hinfahren möchte. Also wir versuchen alles jetzt so zu machen, dass der Betrieb möglichst sicher und reibungslos wieder starten kann und wir freuen uns drauf. So, jetzt legen wir los. Geht mit den Beinen auseinander. Und geht mit den Beinen so weit auseinander, bis ihr auf der Innenseite der Oberschenkel eine Spannung spürt. Also da. Und dann läuft die Hüfte nach vorne. Und wenn die Hüfte nach vorne geht, dann spürt ihr ganz automatisch Druck auf den Zehen. Die Fersen, die entlasten sich. Und jetzt merke ich auch, das zieht schon leicht auf der Beininnenseite. Und jetzt mal gucken, dass beide Pobacken ganz locker sind. Die sind entspannt. Wenn die das nicht sind, dann seid ihr mit den Beinen zu weit auseinander. Jetzt lasst die Hüfte nach vorne gehen und der Oberkörper geht zurück. Und je mehr der Oberkörper zurückgeht, desto größer wird die Spannung auf der Beininnenseite. Jetzt schiebt die Brust zur Decke. Geht weiter zurück, lasst die Hüfte nach vorne laufen, lasst das Gesäß locker. Wenn das jetzt anfängt zu zittern und zu wackeln in der Hüfte, dann ist es gut. Dann lockern sich die Muskeln. Und wenn sich auf der Beininnenseite die Muskeln verspannen, dann gibt es Schmerzen im Rücken. Dann geht der Oberkörper wieder hoch. Ihr geht mit den Beinen zusammen. Kommt mit den Zehen auf die Klötze drauf. Wenn ihr das habt, dann hebt die Fersen ein Stück an, damit die Füße lang werden. Und jetzt geht die Hüfte vor. Und je mehr die Hüfte vorgeht, desto mehr spüre ich in der Wade, da zieht es jetzt. Dann geht der Oberkörper zurück. Und ihr macht einen Bogen nach hinten. Ihr schiebt wieder die Brust zur Decke. Und je weiter die Hüfte nach vorne geht, desto mehr geht der Oberkörper zurück. Also geht mit der Hüfte mal so weit nach vorne, bis ihr fast nach vorne umkippt und geht dann dementsprechend mit dem Oberkörper weit zurück. Dann richtet sich der Oberkörper wieder auf, ihr lasst die Bewegung nach vorne durchlaufen, macht euch rund und lasst den Oberkörper hängen. Wenn ihr jetzt runterschaut auf die Oberkante eurer Füße, dann ist die parallel zur Decke. Während der Oberkörper hängt, sind die Kniekehlen ganz gestreckt und ihr verlagert das Körpergewicht ein Stückchen nach vorne.
Lass die Kniekehlen ganz geöffnet. Verlagert das Körpergewicht ein Stückchen nach vorne. Mit jedem Ausatmen geht der Oberkörper ein Stückchen tiefer nach unten. Dann rollt den Oberkörper wieder hoch. Geht mit den Beinen nochmal auseinander. Und jetzt gehen die Beine ein Stückchen mehr auseinander. Also lotet mal aus, wie weit das jetzt geht. Dann lasst ihr die Hüfte wieder nach vorne laufen. Und jetzt spüre ich wieder auf der Beininnenseite, da zieht's. Die Hüfte geht nach vorne. Und jetzt kommen die Arme dazu. Die Arme, die ziehen den Oberkörper noch mehr zurück. Hüfte geht vor. Und die Arme, die ziehen den Oberkörper mehr zurück. Streckt dabei die Ellenbogen, schiebt die Brust zur Decke, lasst die Hüfte nach vorne laufen, zieht das Kinn an, schiebt die Brust zur Decke, geht weit zurück. Wenn ihr jetzt spürt, dass ihr Druck auf den Zehen habt und die Fersen sind entspannt, dann seid ihr richtig. Und wenn es dann noch auf der Beininnenseite zieht, dann umso mehr. Geht weit zurück. Lasst die Hüfte wackeln und zittern. Versucht die Ellenbogen zu strecken und zieht die Schultern Richtung Hüfte. Dann gehen die Arme wieder zur Seite. Ihr lasst die Bewegung nach vorne durchlaufen und lasst die Beine weit auseinander. Schaut jetzt durch eure Beine durch. Lasst die Kniekehlen ganz gestreckt. Und verlagert das Körpergewicht wieder ein Stück nach vorne. Mit jedem Ausatmen geht der Oberkörper ein Stückchen tiefer nach unten. Lasst die Kniekehlen ganz gestreckt und verlagert das Körpergewicht ein Stückchen nach vorne. Dann bekommt ihr Druck auf den Zehen. Lasst mit jedem Ausatmen den Oberkörper ein Stückchen tiefer nach unten gehen. Dann stützt euch auf dem Boden ab und wenn die Hüfte gebeugt ist, dann gehen die Beine noch ein ganzes Stückchen mehr auseinander. Also geht jetzt mal so weit auseinander, wie ihr es könnt und dann streckt ihr die Kniekehlen ganz durch, schiebt die Brust Richtung Boden und das Gesäß zur Decke. Und jetzt kommen die Hände weg. Nehmt die Hände weg vom Boden. Der Oberkörper, der ist jetzt ganz gerade. Ihr habt das Gefühl, dass ihr die Brust Richtung Boden schiebt und dass ihr das Gesäß zur Decke schiebt. Und dann geht ihr mit geradem Oberkörper so tief nach unten, wie ihr es gerade könnt. Lasst dabei die Kniekehlen ganz gestreckt und verlagert das Körpergewicht ein Stückchen nach vorne. Dann stützt euch wieder ab. Kommt mit den Füßen wieder Stück für Stück zusammen. Ich hoffe, die Hüfte ist noch dran und alles hat gut funktioniert. Für die nächste Übung brauchen wir jetzt die Stühle. Ich hoffe, ihr habt die da. Ich hole mir die jetzt gerade mal her. So, ich nehme die Stühle jetzt gleich so, dass sie Lehnen zu mir zeigen, weil dann können wir hinterher nämlich auch einen Spagat probieren. So, dann stützt ihr euch ab auf den Lehnen und geht mit einem Bein nach vorne und das andere Bein ist hinten. Jetzt habt ihr das linke Bein hinten und das rechte Bein vorne. Dann beugt ihr das rechte Bein und geht so tief nach unten, bis das Knie vom rechten Bein über der rechten Ferse ist. Das linke Bein ist jetzt ganz gestreckt und ihr schiebt die Ferse vom linken Fuß Richtung Boden. Dann dreht die Ferse ein Stückchen nach außen. Dann geht die linke Hüfte ein Stück nach unten. Und wer sich jetzt sicher fühlt,
Der kann von den Stühlen weggehen und nimmt die Arme nach oben. Und wer sich da nicht sicher fühlt, der lässt die Hände einfach an den Lehnen dran. Wichtig ist, dass ihr tief bleibt und dass ihr die Ferse vom linken Fuß Richtung Boden schiebt. Geht weit zurück. Geht mit dem Oberkörper weit zurück. Versucht die Ellenbogen zu strecken und zieht die Daumen weit zurück. Dann gehen die Hände wieder auf die Lehnen und ihr stützt euch ab. Drehen uns gerade um, machen das Ganze in die andere Richtung. Dann geht das linke Bein nach vorne und das rechte Bein ist hinten. Geht tief in die Hüfte. Und jetzt seht ihr, mein linkes Knie, das ist jetzt über der linken Ferse. Das rechte Bein ist ganz gestreckt und ich schiebe die Ferse vom rechten Fuß Richtung Boden. Dann dreht die Ferse vom rechten Fuß ein Stück nach außen. Dann geht die rechte Hüfte ein Stück nach unten. Und wer sich jetzt sicher fühlt, der kann mit dem Oberkörper noch zurückgehen. Und dann kommen die Arme nach oben. Ihr zieht die Daumen weit zurück. Und ihr bleibt tief in der Hüfte. Bleibt tief in der Hüfte. Schiebt die Ferse vom rechten Fuß Richtung Boden. Und streckt sich das rechte Bein. Geht weit zurück, zieht die Daumen weit zurück und macht den Bogen aus dem Körper. Dann gehen die Arme wieder nach unten und ihr bekommt ganz bequem aus der Stellung wieder raus. Ich lege jetzt gerade mal einen Stuhl zur Seite, hol mir die Klötze und gehe mit den Zehen nochmal auf die Klötze drauf, hebt dann die Fersen ein Stück an und dann lasst euch hängen. Mit jedem Ausatmen geht der Oberkörper ein Stückchen tiefer nach unten. Während der Oberkörper hängt, sind die Kniekehlen ganz gestreckt. Verlagert das Körpergewicht ein Stück nach vorne, dann bekommt ihr Druck auf den Zehen. Ihr merkt, der Oberkörper, der geht jetzt ein ganzes Stück tiefer nach unten als am Anfang der Stunde. Dann rollt den Oberkörper wieder hoch und schiebt euch die Bücher nochmal nach vorne, dann haben wir wieder Platz für den Stuhl mit Lehne. Jetzt seht ihr mich wieder von der Seite und ihr habt jetzt hier die Lehnen von euren Stühlen und jetzt wollen wir versuchen, in den Spagat zu gehen. Das ist gar nicht so einfach, wir tasten uns an den Spagat einfach mal ran. Also das rechte Bein ist vorne und das linke Bein ist hinten. Und wenn ich hier mit dem Fuß ein bisschen hin und her fahre, dann kann ich immer tiefer nach unten gehen. Jetzt merkt ihr irgendwann, das zieht hier hinten im Bein, zieht die Zehen vom rechten Fuß noch ein bisschen hoch und schiebt die Ferse vom linken Fuß Richtung Boden. Ich gehe jetzt noch ein bisschen tiefer runter, weil da geht noch was. Also wir loten jetzt mal aus, wie weit das geht und stützen uns gut an den Lehnen ab. Ja, da geht noch was. Wir kommen ganz schön weit runter. Schiebt die Ferse vom linken Fuß ganz Richtung Boden. Und wer jetzt raus will, der stützt sich wieder ab und kommt wieder hoch. Hat's gut geklappt? Das ist keine leichte Übung. Wir machen das jetzt zur anderen Seite, aber ich finde sie gut. Und einen Spagat kann man immer lernen und gerade wenn man zu Hause trainiert, ist das eine ganz einfache Geschichte. Also wir machen wieder einen großen Schritt. Jetzt wissen wir auch schon, wie groß der ungefähr sein muss. Und jetzt gehe ich mit dem linken Fuß immer ein bisschen hin und her, bis ich
auslote, wie weit ich jetzt gerade kann. Schieb die Ferse vom rechten Fuß weit Richtung Boden, dann streckt sich das rechte Bein. Und jetzt zieht ihr die Zehen vom linken Fuß zum Körper. Und dann merkt ihr, das zieht auf der Beinrückseite vom linken Bein. Und ich kann noch ein bisschen tiefer gehen. Ich gehe tiefer nach unten. Also das ist meine Lieblingsposition. Da kann ich Tage drin verbringen. Und wenn ihr da bequem wieder rauskommen wollt, dann geht das rechte Knie Richtung Boden. Und jetzt könnt ihr das linke Bein anziehen. Hat's gut funktioniert. Jetzt sind beide Beine lang und gut gedehnt. Einen Stuhl brauchen wir noch, den anderen, den nehmen wir uns jetzt noch. Und stellen uns den Fuß, den Stuhl hier so hin. Wer jetzt merkt, er ist wackelig, der braucht vielleicht doch einen zweiten Stuhl. Den stelle ich mir jetzt auch noch zur Seite, aber das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Also ich mache einen großen Schritt, gehe mit dem Fuß auf den Stuhl drauf und jetzt kann ich mich hier festhalten und gehe da tief nach unten. Und dann kann ich mit dem linken Fuß noch ein Stück mehr nach hinten gehen und gehe da tief in die Hüfte. Und dann geht der Oberkörper weit zurück. Ich kann mich dabei festhalten oder auch nicht. Das merke ich jetzt in der Hüfte und wenn es gut funktioniert, dann merke ich das hier im Po, da wo die Beinbeuger in die Gesäßmuskulatur übergeht. Geht mit dem Oberkörper zurück und geht tief in die Hüfte. Dann drückt euch wieder nach oben und schaut nochmal, dass der Schritt auch wirklich groß ist. Ich schiebe den Stuhl noch ein bisschen nach vorne, dass die Matte ganz ausgenutzt ist. Und dann gehe ich mit dem linken Bein hier vorne und gehe wieder tief. Schieb die Ferse vom rechten Fuß Richtung Boden und geht tief in die Hüfte. Und jetzt merke ich, das geht mir in den Gesäßmuskel. Geht mit dem Oberkörper ein Stück zurück. Und dann merke ich das hier auch vorne in der Hüfte. Also wenn man mal aus dem Büro kommt und merkt, man hat sich das Gesäß verspannt, dann kann man das gut machen zum Lockermachen. Jetzt drücke ich mich da wieder raus und lege die Stühle zur Seite, die brauchen wir jetzt nicht mehr. In der Zeit, wo jetzt Online-Kurse waren, haben wir ja ganz unterschiedliche Flexstunden gemacht, die man alle gut zu Hause machen kann. Und einen Stuhl hat jeder zu Hause, ein Handtuch auch und zwei Bücher auch. Und das kann man auch einfach so weitermachen. Und wenn wir jetzt im Rückgrat trainieren, dann dürfen wir am Anfang keine Gummis verwenden, sondern wir müssen auch mit den eigenen Handtüchern trainieren. Also das wird auch weiter so gehen. Und jetzt gehen wir in die Rückwärtsbewegungen rein, das sind die Gegenbewegungen zum Alltag. Schaut, dass euer Po locker ist und lasst die Hüfte nach vorne laufen. Die Hüfte geht vor und dann geht der Oberkörper zurück. Und während der Oberkörper zurück ist, zieht ihr das Kinn an. Ihr macht den Nacken lang und geht weit zurück. Je mehr der Oberkörper zurückgeht, desto mehr geht die Hüfte nach vorne. Ihr habt Druck auf den Zehen, weil die Hüfte nach vorne geht und der Oberkörper geht weit zurück. Und wenn ihr jetzt merkt, das tut im Rücken weh, dann ist das gut so. Das darf im Rücken weh tun. Die Rückwärtsbewegung ist die Gegenbewegung zum Alltag und ist ganz, ganz wichtig. Das sollte man jeden Tag ein paar Mal machen. Dann geht der Oberkörper wieder hoch und ihr lasst die Bewegung nach vorne durchlaufen, macht euch rund.
Der Oberkörper geht jetzt wieder ein Stückchen tiefer nach unten, verlagert das Körpergewicht ein Stückchen nach vorne. Lass die Kniekehlen ganz geöffnet. Mit jedem Ausatmen geht der Oberkörper ein Stückchen tiefer nach unten. Rollt dann den Oberkörper wieder hoch. Jetzt schaut nochmal, dass die Füße hüftbreit offen sind. Und lasst die Hüfte nach vorne laufen. Beide Pobacken sind ganz entspannt. Und jetzt dreht sich der Körper nach rechts. Das heißt, ihr schaut runter zu eurer rechten Ferse. Da zeigt auch der Arm hin, geht weit zurück und schaut runter zur rechten Ferse. Und wenn ihr das habt, und die Hüfte ist weit vorne, und ihr habt Druck auf den Zehen, kommt der linke Arm nach oben und er zieht euch weit zurück. Schaut weiterhin runter zu eurer rechten Ferse. Lasst die Hüfte weit nach vorne laufen. Dann geht der Arm wieder nach unten, der Oberkörper geht hoch. Ihr lasst die Bewegung nochmal nach vorne durchlaufen, macht euch rund. Und jetzt geht der Oberkörper wieder ein Stückchen tiefer nach unten. Ganz ruhig atmen, mit jedem Ausatmen geht der Oberkörper ein Stückchen tiefer nach unten. Rollt dann den Oberkörper wieder hoch. Schaut nochmal, dass beide Pobacken ganz entspannt sind. Die sind jetzt locker. Dann geht als erstes die Hüfte nach vorne. Und die Pobacken, die sind immer noch entspannt. Dann lasse ich die Arme hängen und jetzt schaue ich runter zu meiner linken Ferse. Also ich drehe den Körper nach links. Lasst die Hüfte weit nach vorne laufen und geht weit zurück. Schaut runter zur linken Ferse. Und jetzt kommt der rechte Arm nach oben und er zieht mich weit zurück. Ich schaue nach wie vor runter zu meiner linken Ferse. Geht weit zurück. Lasst die Hüfte dazu nach vorne laufen. Der rechte Arm, der zieht euch jetzt weit zurück. Dann geht der rechte Arm wieder runter, der Oberkörper geht nochmal nach oben durch, geht jetzt mit den Zehen auf die Klötze drauf, dann lasst den Oberkörper hängen. Während der Oberkörper hängt, schaut ihr, dass die Oberkante der Füße ganz gerade ist, dies parallel zur Decke. Lasst das Körpergewicht ein Stückchen nach vorne wandern, dann bekommt ihr Druck auf den Zehen. Lasst die Kniekehlen ganz geöffnet. Mit jedem Ausatmen geht der Oberkörper noch ein Stückchen tiefer nach unten. Rollt dann den Oberkörper wieder hoch. Jetzt ist die Hüfte schon ganz warm geworden. Geht jetzt mit den Beinen auseinander, so weit wie ein Bein lang ist. Also wir machen ein gleichseitiges Dreieck. Dann öffnet den rechten Fuß zur Seitenwand und zieht den linken Fuß ein Stückchen nach vorne. Und jetzt merke ich, die linke Hüfte, die will so nach vorne drehen, die ziehe ich jetzt zurück. Dann breite ich die Arme aus und jetzt stelle ich mir vor, ich stehe mit den Fersen, mit dem Gesäß, mit den Schultern, mit den Händen und mit dem Kopf an der Wand. Und an der Wand, da bleibe ich auch.
Dann wandert der ganze Körper nach rechts. Und die rechte Hand, die geht runter an meine rechte Wade. Ich kann es hochschauen zur linken Hand, die zeigt hoch zur Decke. Wenn ihr das habt, dann streckt ihr die Brust und zieht den linken Arm mehr zurück. Ihr öffnet die linke Achselhöhle. Lasst beide Beine ganz gestreckt. Wandert tief an der rechten Wade nach unten. Und der Kamm, der schaut hoch zu seinem linken Daumen. Dann löst die Stellung wieder auf und kommt mit den Beinen zusammen. Wenn ihr jetzt auf die Klötze drauf geht, dann dreht die Zehen nach innen und die Fersen nach außen. Dann öffnet die Kniekehlen ganz und lasst den Oberkörper hängen. Jetzt merkt man, das zieht ganz anders in den Waden. Der Wadenmuskel, der hat 3 Köpfe. Wenn sich einer von den Köpfen verspannt, dann tut das vorne im Knie weh. Also immer auf die Wade achten, wenn es im Knie anfängt weh zu tun. Lasst die Kniekehlen ganz gestreckt und verlagert das Körpergewicht ein Stückchen nach vorne. Mit jedem Ausatmen geht der Oberkörper ein Stückchen tiefer nach unten. Rollt dann den Oberkörper nochmal hoch. Die Beine gehen nochmal auseinander. Wieder so weit, wie ein Bein lang ist. Dann öffnet den linken Fuß zur Seitenwand und zieht den rechten ein Stückchen nach vorne. Und jetzt merkt ihr, dass die Hüfte, die rechte, die will vor und die ziehe ich jetzt zurück. Dann kommen die Arme dazu. Und jetzt stellt euch vor, die Ferse, das Gesäß, die Schultern, die Hände und der Kopf sind an der Wand. Und da bleiben die auch, während ihr zur Seite geht. Dann geht der linke Arm runter an die linke Wade. Haltet euch nicht fest, wandert dann nur nach unten. Wenn ihr das habt und die rechte Hand, die zeigt zur Decke, dann streckt ihr die Brust. Zieht den rechten Arm jetzt zurück und öffnet die rechte Achselhöhle. Der Kamm, der schaut hoch zu seinem rechten Daumen. Streckt die Brust. Zieht den rechten Arm weit zurück und öffnet die rechte Achselhöhle. Beide Beine sind ganz gestreckt, wandert noch ein Stückchen tiefer runter an der linken Wade. Dann löst die Stellung wieder auf, kommt mit den Beinen nochmal zusammen und geht jetzt mit den Zehen auseinander und die Fersen gehen zusammen. Wenn ihr das habt, dann fasst eure Ellenbogen, lasst den Oberkörper hängen. Und während der Oberkörper hängt, sind die Kniekehlen ganz geöffnet. Schaut runter auf die Oberkante eurer Füße. Wenn ihr merkt, die kleinen Zehen, die drehen nach außen weg, dann zieht die ein Stückchen nach oben. Mit jedem Ausatmen geht der Oberkörper ein Stückchen tiefer nach unten. Dann rollt den Oberkörper wieder hoch und nehmt euch jetzt euer Handtuch. Also meine Hüfte, die fühlt sich jetzt richtig gut an, die ist warm und gut durchtrainiert. Und das Handtuch, das nehmt ihr so, dass ihr es gut nach hinten durchziehen könnt. Wenn ihr jetzt merkt, das passt so nicht,
Dann kann man so ein Handtuch auch Spitze auf Spitze nehmen und dann hat man Platz ohne Ende. Also da kann man einfach ein bisschen tricksen. Und jeder nimmt das Handtuch so, dass wenn ihr jetzt zurückgeht, dass da Spannung entsteht. Jetzt habt ihr Spannung auf der Brustmuskulatur. Jetzt werden die Schultern nach hinten gezogen. Die Brustmuskeln, die verspannen sich über den Tag und ziehen die Schultern nach vorne. Und wer noch in ganz hohem Alter ein aufrecht gehender Mensch sein will, der macht das. Zieht euch das Handtuch bis in Augenhöhe nach hinten. Lasst die Ellenbogen ganz gestreckt und streckt die Brust. Schiebt die Brust zur Decke und streckt die Brust. Dann gehen die Arme wieder hoch und jetzt merkt ihr schon, da schießt das Blut wieder in die Nackenmuskulatur rein. Das wird jetzt alles warm und weich. Wir gehen nochmal in die gleiche Position und ich zeige euch das jetzt mal von der Seite. Also, ihr geht wieder in die gleiche Position und schaut, dass es jetzt zieht in den Brustmuskeln. Also, wenn ihr es nicht zieht, dann nehmt das Handtuch ein bisschen enger. Dann wandert die Hüfte nach vorne. Ich habe Druck auf den Zehen und dann geht der Oberkörper weit zurück. Lasst die Arme ganz gestreckt. Der Oberkörper geht weit zurück. Ganz ruhig dabei weiteratmen. Jetzt werden die Rippenbögen auseinandergezogen. Das Zwerchfell wird in die Länge trainiert. Das befreit die Atmung, das Herz. Lasst die Hüfte nach vorne laufen und schiebt die Brust zur Decke. Auf der Brust, da muss ich jetzt ein Glas Wasser abstellen können und das muss stehen bleiben. Dann gehen die Arme wieder nach oben. Ihr lasst die Bewegung nach vorne durchlaufen, macht euch nochmal rund. Während ihr den Oberkörper rund macht, geht alles, was im Rücken jetzt vielleicht wehgetan hat, wieder weg. Lasst die Kniekehlen ganz gestreckt. Und jetzt merkt ihr, die Hände gehen wieder ein ganz schönes Stückchen tiefer nach unten und so merkt man, wie man während so einer Flexstunde immer geschmeidiger und beweglicher wird. Dann rollt den Oberkörper wieder hoch. Nehmt jetzt das Handtuch eng und nehmt es so, dass gerade noch eine Faust zwischen beide Fäuste dazwischen passt. Stellt euch vor, ihr steht mit dem Rücken an der Wand, die Fersen, das Gesäß, die Schultern und der Hinterkopf sind an der Wand. Dann kommen die Arme nach oben und die sind jetzt auch an der Wand. Dann wandert die Hüfte nach links und das ganze Körpergewicht ist auf dem linken Bein. Und jetzt zieht der rechte Arm den linken Arm zur Seite. Ich gehe weit zur Seite. Das zieht jetzt von der Achselhöhle bis runter zur Hüfte. Das ist der große Rückenmuskel, der jetzt in die Länge trainiert wird. Der heißt Latissimus. Wenn ich jetzt den linken Arm zurückziehe, dann öffnet sich die linke Achselhöhle. Streckt dabei die Brust, schiebt die Brust nach vorne. Und geht weit zur Seite. Das ganze Körpergewicht ist auf dem linken Fuß und das zieht von der Hüfte bis hoch in die Achselhöhle. Dann gehen die Arme nach unten, ihr lasst die bewegen, nochmal nach vorne durchlaufen. Rollt den Oberkörper wieder hoch und stellt euch nochmal vor, ihr steht mit dem Rücken an der Wand, die Fersen, das Gesäß, die Schultern
und der Kopf sind an der Wand. Und jetzt kommen dazu auch noch die Arme. Und jetzt ist der ganze Körper gestreckt und gerade. Dann wandert die Hüfte nach rechts und der linke Arm, der zieht den rechten Arm zur Seite. Und ihr geht jetzt weit zur Seite, ihr macht den großen Bogen aus dem Körper. Wenn ihr das habt, dann zieht den rechten Arm zurück und öffnet die rechte Achselhöhle. Streckt dazu die Brust. Macht einen großen Bogen aus dem Körper. Das zieht jetzt von der rechten Achselhöhle bis runter zur rechten Hüfte. Schiebt die Brust nach vorne und zieht den rechten Arm zurück. Dann löst die Stellung wieder auf. Dann macht euch nochmal rund und legt das Handtuch zur Seite. Jetzt merkt ihr, der Oberkörper, der geht viel tiefer nach unten. Die meisten von euch werden jetzt an ihr Zehen rankommen. Dann, wenn ihr das habt, dann zieht euch die Zehen nach oben. Und achtet darauf, dass die Kniekehlen ganz gestreckt sind. Zieht euch dann die Nase Richtung Knie. Mit jedem Ausatmen geht der Oberkörper ein Stückchen tiefer nach unten. Und wer jetzt nicht an die Zehen rangekommen ist, der kann auch an seine Waden greifen und zieht sich da die Stirn an die Knie. Wichtig ist, dass die Kniekehlen ganz gestreckt sind. Dann rollt den Oberkörper wieder hoch. So, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt von Kopf bis Fuß entspannt. Und ich hoffe, die Stunde hat gut funktioniert. Ich freue mich auf meine nächste Flexstunde am Mittwochabend um 20.30 Uhr im ZO. Da werden wir uns das nächste Mal sehen. Dankeschön.